Willkommen zurück zu einem neuen Old VC Sharp Tutorial. Es geht weiter mit dem Character Creator. Wir werden uns weiter mit dem Character Creator beschäftigen und heute unter anderem die Kapitel Face Features und äh, Kleidung abhaken und ich werde euch auch mal zeigen, wie die Speicherung später funktioniert und wie ein JSON aufgebaut ist und wie wir das später auch in der Datenbank speichern können als Vorbereitung auf das server Side Tutorial. Wenn ihr natürlich keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr Hilfe braucht, kommt gerne bei mir auf dem Discord vorbei. Link steht unten in der Videobeschreibung. Ich habe bereits einmal unsere Index.js, wo wir angefangen haben mit dem Chart Creator, geöffnet. Schauen wir kurz, wo die Funktionen hier drin sind. Hier unten Character Customize und parallel dazu den Vue.js Code. Beide ich mit Visual Studio Code. So, wir fangen erstmal an, indem wir uns einmal anschauen, wie das JSON später aufgebaut ist. Dazu gehen wir im... View.js Code, Moment, wo ist unser View Code hier? Einmal dort, wo wir unseren Character definiert haben. Wir haben hier den Character definiert als JavaScript Object. Das heißt, wir haben hier unsere Object Variable und können dann hier auf diese Eigenschaften zugreifen. Über Gender, First Name, Last Name, Birth, Size, Origin, ähnlich wie im RageMP Tutorial. Und das können wir später als JSON konvertieren oder zu einem JSON konvertieren. Und das sieht dann so aus. Das habe ich auch schon mal vorbereitet. Ich bin hier jetzt einmal in der HMP-Tutorial-Datenbank. Das wird aber identisch aussehen. Hier haben wir die Character Data. Wenn wir uns die einmal kopieren und zum Beispiel in einen Editor, dann haben wir hier ein JSON. Und dieses JSON besteht aus den gleichen Daten, die wir eben gesehen haben als JavaScript. Aber wir haben hier einen Key Value. Wir sind hier Gender, Männlich, First Name Nix, Last Name Nix, Birth haben wir dann erst, erst 2000, Größe und so weiter. Und als Hair haben wir dann immer sowas wie ein Array hier. Es gibt ja drei verschiedene Haarfarbe, Haarstil, Bartstil und so weiter. Und das speichern wir dann so als Array. Genau wie auch bei den Face Features oder bei der Kleidung, Head Overlays. Und somit können wir dann später, wenn wir die Kleidung oder die Face Features oder andere Charaktereigenschaften setzen... Einfach auf dieses JSON zugreifen, dann greifen wir auf Face Features zu, loopen den Inhalt hier durch und setzen jeweils ein Face Feature. Und somit sparen wir uns nämlich das, äh, die Speicherung auf verschiedene Spalten, sondern speichern das in einer Spalte, können das daraus laden und können das auch mal wieder darin speichern und können das auch einfacher importieren sowie exportieren. Gut, wir suchen einmal im View Code nach Face Features bis wir hier in dem HTML-Code angekommen sind und müssen das nämlich dann gleich erweitern. Wir wollen hier die Face-Features erweitern, um dass wenn man mit dem Slider hin und her geht, halt zum Beispiel die Nasengröße verändern kann, Nasenbreite und so weiter. Dazu benutzen wir hier bei View einen V-On-Input. Wir haben hier das Model, was auf unseren Character Face-Features für jeden Index reagiert und dahinter benutzen wir ein vOnInput, on input v on input das reagiert wenn wir den slider nach links und rechts bewegen immer auf unserem input und hier wollen wir dann wieder die funktion die wir letztes mal erstellt haben aufrufen customize diesmal wollen wir die mit dem string face features aufrufen wir wollen die face features bearbeiten vor unserem character dazu rufen wir den index auf und character face features was wir hier ausgewählt haben über den Slider, was im Model steht und zwar für den Index. Das heißt, man slidet ein bisschen, es wird in diesem wie model gespeichert und wie on import wird getriggert. Dabei wird die Funktion Customize aufgerufen für Face Features mit dem Index, wo wir uns gerade befinden und das, was im Model drin steht. So, das ist nämlich wichtig, damit wir später die ganzen Features setzen können. Hier fehlt noch eine Klammer. Dann speichern wir mal mit STRG S und gehen mal nach unten zu unserer Customize Funktion. Äh, Customize Funktion ist bei Methods, hier sehen wir die. Wir rufen hier an unserem äh, internen Client-Side-Script rufen wir Character Customize auf und da müssen wir natürlich jetzt auch was ändern. Das habe ich hier in einem anderen VS Code offen. Das habe ich ja bei mir in der Index.js gemacht und hier finden wir die Funktion Character Customize. Hier haben wir einen Switch, wo wir auf die verschiedenen Cases reagieren. Das heißt, wir müssen einen weiteren Case hinzufügen. Und zwar sagen wir dann hier unter dem Break und unter der Klammer Case Face Features und rufen dann wieder mit Alt Emit unsere äh, Kamerafunktion auf, womit wir den Spieler oder womit wir die Kamera zu einer festen Position setzen. Die Funktion sehen wir hier unten. Für Face Features sollten wir dann das Gesicht benutzen. Also setzen wir hier den Wert auf 2. Das heißt, wir sagen hier Z -Char Camera und wir nehmen den Wert 2, damit die Kamera auf dem Gesicht ist. So, dann müssen wir als nächstes wieder ein Break hier verwenden. Und über den Break benutzen wir dann die Funktionen, die bei Alt-V die Charakterzüge ändern. Und dazu rufen wir mal wieder das Alt-V-Wiki auf. Und zwar die native db mit der Funktion Set, Pad, micromorph. Link steht unten in der Videobeschreibung ist das ähm, gleiche wie F äh, Set Face Feature oder wie das bei HMP heißt, weiß ich gerade halt gar nicht ich glaube, ja genau, Player Set Face Feature heißt bei HMP und hier heißt es dann Set, Pad, Micromorph mit den Parametern für Pet Index, das ist dann genau wie bei Rage ein Index welchen Index wir brauchen sehen wir hier unten 0, NoseWolf No Speak und so hier seht ihr das verschiedene. Es gibt 20 verschiedene von 0 bis 19. Und zu guter Letzt den Scale. Scale ist ein Float, geht dann von minus 10 bis 1.0. Das müsst ihr natürlich dann auch in dem Vue.js Code berücksichtigen. Das schauen wir uns aber gleich mal an. Wir kopieren uns die Funktion und rufen die auf mit native.zPatMicromorph. Und als erstes kommt der Spieler wieder mit lplayer, dann der Index, wir fangen an bei 0 und dann unsere Daten. Wir übergeben die ja wieder als ähm, Object, das wird dann gepasst. Und das heißt, wir können wie bei den Setpad Component Variation darauf zugreifen, Das ist diesmal ein Float, das heißt wir sagen Pass Float mit Data 0. Und das können wir uns hier insgesamt 20 mal reinkopieren. Von 0 bis 19 haben wir es ja und ich habe jetzt hier 1 das heißt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ihr könnt natürlich auch ein, äh, eine schleife hier benutzen ich möchte es jetzt einmal veranschaulichen dass wir bei jedem äh, bei jedem mal wo wir am slider was verändern auch 20 mal was am Charakter verändern und wir somit auch an 20 verschiedenen face features rumspielen und da es natürlich 20 verschiedene face features überhaupt gibt das heißt wir nummerieren die dann durch von 0 bis 19 das werde ich mal hier machen 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 und auch hier bei unseren data object von 0 bis 19 0 2 3 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Speicher mit Steuerung S. Wir springen einmal wieder in den View Code. Und hier haben wir die Face-Features. Die haben genau die gleiche Menge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Das heißt, wir lagern das dann einfach hier hinaus und die Face Features werden dann dementsprechend gesetzt über die Z Pad Funktion. So zurück zum VueJS Code und zu den Face Features, was ich noch gerne machen würde, in dem heutigen Part sind die Kleidungsstücke würde ich gerne setzen von dem Character und dazu werden wir gleich mal nach Clothes oder zur Navi Switch Kleidung switchen dazu suchen wir einfach hier mal nach Kleidung kommen wir hier zu unserem character clothing und auch hier haben wir ein v model wo es dann gespeichert wird und auch hier sagen wir mit einem v on input v on input dass wir dann wieder die customize funktion aufrufen die schon mit dem string clothing und mit index character clothing index wieder die funktion triggern wollen das funktioniert genau wie bei Face Features oben. Wir rufen Clothing auf. Für Clothing gibt es wieder eine Funktion, womit wir einen Index aufrufen mit, dem, mit der Kleidung, die wir ausgewählt haben. Das heißt, wenn wir müssen uns das einmal anschauen hier, wir haben hier clothing Max, clothing Min. Das heißt, von wo bis wo der äh, Spinner geht. Wenn wir das oben uns anschauen bei Face Features, das habe ich ja schon im Template für euch voreingestellt. Sehen wir, es geht von minus 1 bis maximal 1 mit der Schrittgröße von 0.1. So wir springen mal zu dieser native DB und gucken mal ob wir eine Funktion finden mit Cloth. Das dürfte das gleiche sein wie bei den Haaren, Da haben wir verwendet Z Wir gucken kurz was wir verwendet haben dafür. Set Pad Component Variation das können wir hier wieder verwenden Wie ihr seht das ist hier für die verschiedenen Kleidungsstücke die wir verwenden wollen da können wir Set Component Variation benutzen und benutzen das auch mal wir speichern den View Code gehen zurück in unsere Index.js, fügen ein neues Case hinzu nennen das Clothing und fügen dann hier wieder die Kamera hinzu mit alt.emit z -Creator Camera und gehen diesmal auf den Körper. Das war glaube ich 0, wenn ich mich nicht ganz irre. Genau Torso 0, damit wir auch die komplette Kleidung sehen. Und rufen wieder mit native.zPet Component Variation die Funktion für unseren L Player auf, geben dann Index mit. Wir wollen ja was wollten wir noch mal ändern? Hose, Shop, Hose, genau. T-Shirt, Oberkörper, Hose, Schuhe. Das hat dann den Index 11346. Könnt ihr auch im Wiki nachlesen? Das heißt, wir machen hier 1 für 11. Sagen Pass int. Weil wir jetzt ein Integer erwarten. Und zwar data 0. Und da kommen noch die Textur und die Paletten-ID. Da sagen wir jeweils 0. Spielen wir uns auch noch dreimal sagen dann äh, Elf t-Shirt Hose äh, Torso und Schuhe ändern hier die Nummern und haben das dafür auch fertig wenn wir uns das jetzt einmal nochmal im Wiki hier anschauen sehen unser Spieler wird erwartet die Component ID, die Drawable ID, Texture ID und die Paletten-ID und hier unten sehen wir dann die verschiedenen Sachen. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 und das haben wir jetzt aktuell verwendet. So, das speichern wir und damit kann man bei unserem Character Creator natürlich jetzt auch die Face Features und das Clothing ändern. Wir werden im nächsten Part natürlich noch weitermachen und uns das auch mal wieder in Game anschauen. Und ja, wenn ihr keine weiteren Fragen mehr habt, wenn doch, könnt ihr gerne auf meinem Discord vorbeischauen, ansonsten lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.